Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Sextil zwischen Sonne und Mars. Das ist jetzt mein fünfter Anlaufversuch, in dieses Horoskop einzusteigen. Und ich muss ganz ehrlich gestanden zugeben, ich habe es nicht geschafft, in dieses Horoskop einzusteigen. Es bleibt für mich verschlossen, es will sich mir nicht offenbaren. Deswegen kann ich nur probieren, dass wir uns irgendwie an dieses Horoskop annähern. Ich würde sagen, ich tue mir leichter, wenn wir mal den Hauptaspekt Sonne Sextil später machen. Beginnen wir es von hinten aufzuzäumen, das Pferd. Schauen wir mal hier mit dieser sehr offensichtlichen Mond-Pluto-Opposition, welche im T-Quadrat zur Spitze 10. Haus, also zum MC, dem Meridian steht und logischerweise auch zum Immum Coeli. Also das heißt, wir haben hier quasi ein geschlossenes, kardinales Quadrat. Was könnte das bedeuten? Zunächst einmal steht Mond Pluto für großes Leid, für naja, seelische Probleme. Ich habe hier unter Mond Pluto mit Meridian, Medium Coeli, habe ich sehr gespanntes Gefühlsleben. Also das heißt, weil der Mond auch immer für die Bevölkerung steht, weil wir das hier eben alles auf Fischegraden haben. Ich schaue nochmal, ist der Mond ist noch nicht im Vakuum, aber 29 Grad und Pluto 28, 35, allerdings rückläufig. Und der Mond steht auch immer für die Bevölkerung. In dem Fall steht er für das 12. Haus, das heißt Lüge, Betrug, Machenschaften, die Arbeit diverser Geheimdienste. Und hier haben wir, und natürlich steht er auch immer für die Bevölkerung, und hier haben wir Pluto tatsächlich als Nebenherrscher des 4. Hauses. 4. Haus, Spitze 4 in der Waage, Skorpion komplett eingeschlossen, das heißt auch der Mars quasi Nebenherrscher des 4. Hauses, aber hier in erster Linie halt die Venus. Hier haben wir eben die Beteiligung eines großen Teiles der Bevölkerung in dieser Lügen-Leitspirale. Warum Leid? Weil das 6. Haus steht für Krankheiten und eben Pluto als Nebenherrscher des 4. Hauses steht für eine Bevölkerung, die große Schmerzen ertragen muss oder will oder wie auch immer. Ja. Wir sehen dann auch hier den Zusammenhang mit den Stazipaten. Medium Zöli sagt uns auch etwas. Und hier eben diese starke Spannung zwischen MC und IC, wir können auch sagen Zukunft und Vergangenheit, ja, ist hier mehr als offensichtlich. Und eben, wie gesagt, großes Leid ist hier auch zu erkennen. Ich schaue nochmal, Spitze 12. Haus haben wir auf 16 Grad 11 Minuten. Ich habe nochmal geschaut, ob wir da Skorpion gerade haben, die ich aber hier nirgendwo gefunden habe. Macht nichts, kein Problem. Heißt ja, na, ich schaue nochmal kurz, haben wir irgendwo Skorpion gerade? 16, nein, da müssten wir, sehe ich tatsächlich nirgendwo, haben wir hier Skorpion gerade. Sehe ich auch nicht, weder bei Planeten noch Häuserspitzenbesetzungen. Gut, aber das bedeutet nichts anderes eben wie große, intensive Leidenserfahrungen durch eben unverschämtes Lügen. Ja? So, also hier haben wir mal eine Grundenergie drinnen. Ich kann das nur fragmentarisch jetzt auflösen, weil das Gesamtbild sich mir nicht erschließt. Schauen wir den Herrscher des sechsten Hauses. Ja? Das Krankheitshaus wird regiert von Saturn, weil Spitze 6. Haus steht im Steinbock und Herrscher von 6 in 7 würde bedeuten, dass die Krankheitsthemen, die Machenschaften sozusagen offensichtlich werden. Und wir haben hier auch den Spiegelpunkt zwischen Saturn und dem nördlichen Mondknoten, logischerweise der Mondknotenachse von Skorpion auf Stier. Hier geht es auch sehr stark um existenzielle Themen. Und hier muss ich natürlich im negativen Bereich nachsehen, weil ein Quadrat wird eben meistens so interpretiert. Und hier steht Mangel an Anpassung, sehr schwer mit anderen zusammenarbeiten, sich in Gegenwart anderer gehemmt fühlen. Also das heißt, das Thema, das Krankheitsthema, das Frostschutzthema erfährt sozusagen gewisse Widerstände. Wir haben hier sehr komplexe Aspektierungen, ja, weil es sind keine genauen Halbsummen, aber sie würden Sinn ergeben. Wir haben die Halbsumme zwischen Venus,
Saturn und Mars ungenau, ja, das sind 2 Grad. Ja. Wir haben hier die Halbsumme zwischen Venus, Mars und Jupiter, Neptun. Jeweils die beiden Halbsummen sind auch versetzt, aber es ist eine Verbindung da. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Verbindung da, die auch sehr stark spürbar ist. Die sehr stark spürbar ist. Und wir haben auch die Halbsumme zwischen Merkur und Neptun, beziehungsweise zwischen Merkur und, also Spiegelpunkt, nicht Halbsumme, Spiegelpunkt zwischen der Halbsumme Jupiter-Neptun und Merkur. Also das würde, ist es eine, ja, das ist eben über 30 Grad wieder gespiegelt, hat für mich aber eine maßgebliche Bedeutung. Warum? Weil der Jupiter als Herrscher des zweiten Hauses für das Finanzsystem steht, also für den Euro in dem Fall, und auch als Herrscher des dritten Hauses für Wirtschaft, Handel und Industrie. Die teilen sich dieses Mal den Herrscher. Und normalerweise würde der Merkur in den Zwillingen sehr positiv sein, in sozusagen in seinem Domizil, im zehnten Haus würde er eben auf die Ernsthaftigkeit dieses Themas hinweisen, also das heißt, dass man hier eben sehr viel unternimmt, dass eben hier große Anstrengungen unternommen werden. Wäre mir zu positiv, deswegen haben wir hier über diesen Spiegelpunkt in die Halbsumme Jupiter-Neptun haben wir dann den Herrscher des 8. Hauses und des 9. Hauses dabei. Das heißt, wir haben hier wieder Niedergang der des fernen Ostens beziehungsweise ja, des wilden Westens kann man es durchaus auch gelten lassen. Also das heißt, hier wird der Merkur auf jeden Fall in diesen Prozess 8. 9. Haus, Niedergang eben in der Ferne, hineingezogen. Das heißt, der Euro lässt auf gut Deutsch stark federn, ebenso wie die Wirtschaft, was man nur aus der Besetzung Merkur in den Zwillingen niemals hätte ablesen können. Also hier eindeutig für mich ein Spiegelpunkt, also ganz eindeutig ein Spiegelpunkt, Halbsumme, wie gesagt, eben nur der Spiegelpunkt Merkurs in die Halbsumme von Jupiter und Neptun. Wer ist der Jupiter? Jupiter ist sozusagen Herrscher des 5. Hauses, steht für das Wachstum und den Wohlstand und aufgrund hier dieser Besetzung mit Merkur geht auch, wie sagt man, der Jupiter sozusagen in die Zone des 8. Hauses des Niedergangs. Wir haben, ja, es ist wie gesagt, es ist ein sehr, sehr komplexes, sehr kompliziertes und ein sehr, sehr quervernetztes Horoskop, also nicht leicht aufzulösen, gebe ich ganz offen zu. Und wir haben, naja, was haben wir noch? Also das heißt, wir haben mal zweites, drittes Haus. Schauen wir uns bitte Spitze, viertes Haus, die Waage an, ja. Die Bevölkerung, Spitze, viertes Haus in der Waage, das müssen logischerweise Fische gerade sein. Also das heißt, große Unklarheiten für die Bevölkerung und wie wir auch sehen, Herrscher von 12, ja, also Mond, Herrscherin von 12 und Spitze, daher 12. Haus im Krebs. Auch hier sehen wir wieder die Bestätigung dieser Vierthausgrade, dass eben die Bevölkerung sehr belogen wird. Ja. Eine belogene Bevölkerung, welche sich im 9. Haus befindet, im Widder, das heißt sehr impulsiv, sehr freiheitsliebend, sehr dynamisch und natürlich ist auch hier für mich maßgeblich der Aspekt zum Mars, aber auch zu Saturn. Warum? Deswegen ist mir der Spiegelpunkt ja so wichtig, weil, nicht Spiegelpunkt, die Halbsumme, ist mir hier die Halbsumme deswegen so wichtig oder Spiegelpunkt müsste auch sein. Ja, natürlich, das ist sowohl Halbsumme als auch Spiegelpunkt. Na, in dem Fall, das ist natürlich eine doppelte Verbindung. Venus 5 Grad 24, Saturn 4 Grad 35, das ergibt in Summe auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall einen 100%igen Spiegelpunkt, weil zusammengerechnet 5 plus 24 ist 29, 35 plus 24 ist 59, das heißt auf eine halbe Minute genau, also ein ultra genauer Spiegelpunkt zu Saturn, das heißt wir haben hier und eine Halbsumme über Mars natürlich dann auch. Wir haben hier eine sehr, sehr starke Verbindung mit der Bevölkerung, ja, und dem
Frostschutz, ja? Saturn ist ja Herrscher des sechsten Hauses. Hier geht es um das Krankheitsthema. Hier haben wir schon wieder den Frostschutz, ja? Aber der eben nur noch unter großen Schwierigkeiten läuft. Ja? Also das heißt, hier haben wir eben, tut sich schwer in Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Das heißt auf gut Deutsch, die Leute wollen nicht mehr. Ja? Man will nicht mehr, weil zu viel Wahrheit ans Tageslicht kommt. So, und jetzt schaue ich einmal nach unter Saturn Mars, das heißt natürlich sicher nichts Gutes, Venus, Saturn und in der Halbsumme den Mars, ungefähr in der Halbsumme. Hier steht Eifersucht, Gewalttätigkeit, geschwächte Zeugungskraft. Moment, hier haben wir Venus, Saturn. Venus, Saturn steht natürlich für Hemmungen, für Liebesleid, für Kaltherzigkeit. Und hier haben wir die Halbsumme Mars. Da haben wir Eifersucht, Gewalttätigkeit, geschwächte Zeugungskraft, Auseinandersetzung, Trennung. Ja? Trennung, sehr, 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 sehr wichtiges Stichwort. Trennung. Das heißt, wir haben sowohl die Trennung, Bevölkerung, Frostschutz, als auch Bevölkerung, Stadtzipaten, weil der Mars steht für den Herrscher des 10. Hauses. Wie gesagt, ich habe mich eben von der Rückseite angenähert, denn jetzt sind wir bei dem Aspekt angelangt, Mars-Sonne-Sextil, und darüber dann bitte mehr im dritten Teil. Ende.